So. Liebe Zockerlounger, herzlich willkommen zurück mit den, nicht Trojanern, sondern Amazonen in die Siedler 3 in der vorletzten Mission. Und ich habe es ja angekündigt, wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben, weiß ich nicht, vielleicht auf jeden Fall mal angreifen. Das sind mehr wie 100, ich kann die gar nicht alle anwählen offensichtlich. Die meisten sind in den Türmen. Sonst habe ich auch nur Tier 1 und 67 ist ja auch nicht so pralle. Trotzdem würde mich mal interessieren, was der da so aufzubieten hat. Und ich habe nicht gespeichert, ne? Ich sollte mal speichern. Nein! Weg! Okay. Na gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Wir brauchen viel mehr Militär. Aber das ist ja das Coole in Siedler 3. Das geht eigentlich auch relativ flott. Schauen wir mal. Haben wir überall Eisen? Ja, auf jeden Fall. Haben wir noch Spitzhacken? Null. Ist egal. Wir bauen nochmal Kohleminen. 1, 2. Und wir bauen auch nochmal 2 Eisenminen. Die jetzt hier nicht perfekt sind. 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir einen Steinmetz. Mal hier rein. Denn den hier oben können wir abreißen. Ich hoffe, ich löse es hier nicht den üblen Gegenangriff aus. Counter-Attack. Wie? Ja, er streamt wieder. Ich habe doch die ganze Zeit gestreamt. Hä? Okay. Fertig. Haben wir da noch eins im Bau oder war es das? Okay, dann setzen wir gleich nochmal 2. Also langsam bräuchte ich vielleicht auch noch ein Goldlager irgendwo. Ach, jetzt kriege ich dann echt Platzprobleme. Nee, das baue ich nicht so nah an seine. Komm, das machen wir mal hier hin. Wie der mich übel abgewehrt hat. Puh. Komm, mach was draus. Spitzhacke. Ja, 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 chill mal. Sind eigentlich. Ist eigentlich das Werkzeug mal unten angekommen, oder? Nö. Hast du jetzt so lange gebraucht, da hochzufahren? Will der hin? Tier 3 wäre toll, ne? Aber es ist alles noch ein bisschen weg. Es ist echt immer noch. Es ist schon krass, wie sich die Amazonen anders spielen. Also extrem anders zu anderen Völkern. Man hat schon mal ein Wasserproblem. Naja. Was ja cool ist. Also ist überhaupt nicht negativ gemeint. Was sind eigentlich meine Geologinnen? Mal da hinten noch checken. Mit-Taste, ne? So. Da wird auch nur Eisen sein. Und zwar ist das eigentlich ein ganz cooler Berg hier. Und wir kriegen
Bergkämpfer. Türme nehme ich mit Sperrkämpfern ein. Ich baue... Ich baue mal... Ich mach mal so. Weniger Bogenschützen. Das ist vielleicht riskant, vielleicht aber auch schlau. So, wieso ist hier kein Eisen mehr drin? Das heißt, wir brauchen noch mehr Eisenschmelze. Alter. Hier ist Platz. Gut. Haben wir immer noch genug? Ich habe auch zu wenig Getreide. Ganz klarer Fall. So, nochmal auf extrem gedünnter Erde Getreide anbauen. Lol. Und ihr macht mir... Okay, und wenn ihr jetzt hier mal gemeinsam das Werkzeug erreichen würdet, ja? Das wäre ein Riesending. Pass mal auf, ich tue euch mal alle hier rein und das hier ist mir eigentlich auch gerade mal egal. Jetzt nehmt mal die Werkzeuge rein, dass ich hier ein Wohnhaus bauen kann und dann habe ich ja viel mehr Pioniere auf einen Schlag, ne? Das ist doch schlau, vielleicht. So, ein bisschen... überhaupt nicht schlau, denn hier habe ich ja eigentlich schon alles herbgebracht, was ich brauche. Mittleres Wohnhaus, boom. Hier, 3, 4, 5, 6, guck mal. Ihr macht das. Das reicht. Hier würden auch Schaufeln liegen, guck mal an. Alles da. Ich muss den da oben gar nicht vernichten, ne? Aber er hat... Er muss leider sterben. Ich habe jetzt auch nicht so wenig. Ich brauche halt noch mehr. Okay, Leute. Verwandelt euch in Träger. Und dann geht los. Macht irgendwas. Keine Steine mehr. Das kann sein. Dann helf hier unten mit. Und du... Vielleicht ein bisschen hier rüber. So. Jetzt noch ein Wohnhaus. Jetzt habe ich dann echt keinen Platz mehr. Ich muss den hier oben angreifen. Führt kein Weg mehr dran vorbei. Komm, stresst euch mal. Ja, vielleicht kann ich sogar mit meinen Bogenschützen von meiner Landesseite kämpfen mit 100% Kampfkraft. Stresst euch. Und vielleicht rennt da sogar eine Reichweite von meinen Türmen irgendwas. Vielleicht passiert irgendwas Gutes. Aber fürs Rumstehen bezahle ich euch nicht. So, jetzt mit mal den Berg da oben frei. Und das Gold hätte ich auch gerne, ne? Ganz guter Angriff ist das. Muss ich halt zurückziehen. Unbedingt. Weg, 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 weg. Okay. Wenn du jetzt wieder auf deinen Berg gehst, dann machen wir das gleich nochmal. Da hat er jetzt mehr verloren. Das war nicht schlecht.
So, aber jetzt nochmal hier hin zurück. Ihr fangt an zu graben, ihr fangt an Baumaterial zu tragen. Tja, das hab ich mir vorgestellt. Und das ist hier nicht verbunden, kann das sein? Dann helft ihr mal da. Noch ein bisschen Werkzeug. Alles cool. Alles cool bis hierhin. Ich hätte jetzt echt... Was hätte ich jetzt gerne? Was habe ich denn am meisten? Sperrkämpfer. Es sind tatsächlich Sperrkämpfer. Okay. Funktioniert das mit deinen Donation eigentlich? Ja. Ja. Frag mal Gamecorer, wie gut das funktioniert. Probier's doch mal aus. Läuft ein Trojaner durchs Bild, habe ich gehört. Ein Trojaner-General. Vielleicht packen wir heute noch die 10 Euro. Grins. Okay, wir haben immer noch satt Truppen. Ich will jetzt diesen Turm hier haben. Wir haben ihm viel getötet. Wir haben seine beschissenen... Ja, komm. Genau, stopft euch jetzt hier am Turm fest. Der Wald ist eh ein bisschen... Ich habe diese Förster-Taktik, dass man die Truppen blockiert. Funktioniert in Siedler 3 noch viel besser. Weil die Wegbildung so viel schlechter ist, wie in Siedler 4. Mein Bogenschütze ist. Alter, wie viele? Was ist los mit dem? Ja, genau! Wir werden jetzt diesen Turm einnehmen. Dass die alle festhängen, ne? Okay, die gehen drauf. Komm jetzt die ganzen Bogenschützen her! Oh mein Gott, tötet sie. Und da hängen auch noch Priester drin. Reinmetzeln. Der von mir. Behalte ich ihn, behalte ich ihn, behalte ich ihn nicht. Behalte ich ihn, ich behalte ihn nicht. Ich kann ihn nicht abschließen. Dann machen wir es. Hier kommt er oben mitkämpfen. Tja, wer verliert hier mehr? Ja, genau! Wo kommt ihr jetzt alle her? Alter. Ich glaube, der blutet gerade so richtig. Hier, ja, dieser ganze Pult ist ja jetzt tot. Was kann man da noch stehen? Aber es sind immer noch fast 100. Attacke. Ihr haut mich mal in die Richtung. Und ihr haut mich mal in die Richtung. Und vielen Dank für den 1 Euro. Ich hoffe, das hat geklappt mit dem Trojaner. Jetzt muss ich dir zurück überweisen. Okay, jetzt sollte ich mich aber zurückziehen. Und gucken, dass ich dieses Ding hier noch abreißen kann. Und das kann ich nicht, ne? Blöd. Sammelt mich mal hier. Aber das ist... Greifst du den gerade noch an? Scheiße. Ich würde das Ding gerne halten. Na, geht nicht.
Hätte ich mal früher abreißen sollen, ne? Und dass der Bogenschütze da oben jetzt nicht schießen kann, das ist ja auch so dämlich, eigentlich. Achso, du gehst da rein. Kann ich sie jetzt abreißen? Er greift's doch nicht mal an. Haben wir noch Siedler? Läuft die Waffenproduktion? Ja. Geht immer ans Lazarett. Ich muss mal eben auf mein... Ich habe ein ganz kurioses Problem in Siedler 3 mit meinem CPU-Lüfter. Der dreht nämlich so langsam, eigentlich dreht er sich fast gar nicht, dass er nicht rund läuft und deshalb rattert. Eigentlich ist es ja so, dass Dinger auf Volllast laufen und dann Tower dann laut wird. Und bei mir ist es so, weil er nichts zu tun hat, wird er laut. Naja. Das nächste Mal kaufe ich nicht so einen Scheiß. Hauptsache Wasserkühlung. Dass die aber im Endeffekt an einem lauten Lüfter hängt, habe ich nicht bedacht. Habe ich Kevin gesagt? Ich meine natürlich King Yo. Sorry. Hauptsache du hast den Trojaner gesehen. Oder? Oder? Kann ich das jetzt abreißen? Das geht nicht, weil die da in der Nähe sind, ne? 46 Bogenschützen. Ja, genau das, was ich nicht brauche. Und die werde ich jetzt auch, nochmal reduzieren. Kommt schon. Wir könnten auch mal irgendwo einen großen Tempel hinklatschen. Da ist Platz. Und ihr so? Ja, das war halt das Minimum, ne? So, ihr habt jetzt hier Dingens eingenommen. Cool. Ich könnte mir noch Folgendes machen. Ich bringe schon mal 6 Äxte runter. Und 2 Sägen und 2 Spitzhacken. Klack. Klack, 6 und 2 Spitzhacken. Denn, dass ich da unten eine eigene Produktion ausbauen muss und gar nicht so auf diese Handelsschiffe angewiesen bin. Aber... Tja... Er hat ja eigentlich wen vernichtet? Ey, wie viel Militär hat er denn bitte? Übelst. Krass. Wieso habe ich hier kein Fleisch? Und wieso habt ihr... Die Windmühle hat sich gefühlt auch noch nie gedreht, oder? Wieder angreifen. Haben wir einen Überschuss an Eisen? Auch nicht wirklich. So. Fertig? Ne? Kannst eigentlich gerade das nächste bauen. Kannst schon mal graben, ne? Madame? Ich soll den Gong bauen. Dann erstmal seine Minen wegsprengen. Und wir stressen ihn nochmal am Berg. Wenn ich schon so viele Bogenschützen habe.
Ja, bam. Ich laufe auf dein Land. Komm, dreh komplett durch. Wie vorhin. Ich hoffe, dass der von hinten nicht angreift. Latsch hier halt auch übel in das Sperrfeuer rein, ne? Ja, hört euch mal gegen den Schuss. Mal wieder weg. Das zielführend ist, haben wir dahingestellt. Komm jetzt, wir brauchen Schwertkämpfer T3. Dringend. Wie schaut's aus? Ihr braucht mehr Tempel, ne? Uff. Dann halt noch einen. Alles scheiße. Komm, bauen wir sicherheitshalber dann gleich zwei, weil diese eh so weit weg sind. So. %98. So, und hier können wir jetzt. Na, erstmal tut ihr hier Hammer und Dingsbums und so weiter. Das ist schon mal cool. Ihr holt schon. Aha. Also, ihr könnt auf jeden Fall dann mal was überlegen. Was macht's denn? Ihr könnt hier einen Steinbruch bauen. Ihr könnt auch hier einen bauen. Und Holzproduktion können wir auch mal irgendwo hinsetzen. So und. So und. Kein Plan. Macht mal. Eigentlich wollte ich mehr Dingens bauen. Pioniere. Ja, genau, sag ich doch. So, was haben wir jetzt Angriffsstärke? 79%. Das zweite Goldlager ist fast. Oh. Oh, das dritte auch. Nicht. Wieder was ein Fail. So, ich speichere mal ab an der Stelle. Das sollte ich eher mal öfter tun und jetzt probiere ich nochmal ihn hier zu stressen. Kann ich eigentlich meinen Turm abreißen? Nein. So, Schwertkämpfer T3. Sehr gut. Ich bin jetzt die T2 und T1 hier alle drauf. Es wäre cool, wenn ihr alle mitkommen würdet zu kämpfen. Das hätte doch was. Der muss doch jetzt langsam mal federn lassen. Komm, weht da jetzt rein. Bam, 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 bam. Jetzt sind die Blondies da, ja? T3, Blondinen. Alter. Da geht was. Ja, vor allem jetzt kommen nicht mehr so viel nach. Was hatte der Truppen vorhin? Ich glaub doch kein Mensch.
Zumindest nicht, wenn man es live auf Twitch gesehen hat. Oh oh. Er hat auch noch ein paar. Jetzt zieh mir die Türme. Irgendwie. Bogenschützen räumen schon auf. Ihr müsst jetzt echt mal ein paar treten. Und ihr bleibt da oben bitte weg. Nicht an drei Türmen kämpfen. Muss nicht. Das gibt nur Tote. Lasst sie runterkommen. Latscht du mal dahin. Geil. Und der gehört mir. Dann kann ich den jetzt... Jetzt kann ich ihn bestimmt abreißen. Jawohl. So, und wir gehen da runter. Und dann halt so langsam mal so Richtung dieser Turm hier. Und jetzt ist er fällig. Jetzt ist er hier fällig. Kann ich den auch abreißen? Eigentlich möchte ich den noch gar nicht abreißen, ne? Denkt dran, den hier nicht vergessen. Oh, er hat so viel. Irgendwas habe ich eingenommen. Den hier, okay. Sehr gut, den auch. Dann hier weiter. Reiß mal auch ab. Land gehört mir eh, den brauchen wir auch nicht. Okay, den kann ich nicht abreißen. Ja, dann haben wir ja zum Ende hin sogar noch ein kleines Erfolgserlebnis. Wie läuft's hier unten? Läuft's überhaupt? Habe ich ein Sägewerk gesetzt? Ja, irgendwo habe ich ein Sägewerk gesetzt. Ja. Okay. Das mit den Steinen, das... Okay, tendenziell habe ich hier nicht genug Holz. Dann mach mal... gleich nochmal... 16 Steine und 16 Holz runter. Und ihr so? Abreißen, boom, angreifen. Der gehört auch mir, prima, weg damit. Okay, Sepp, weg damit. Was haben wir noch da? Okay, es sind Speerkämpfer dabei, das ist gut. Und hier tut er ausbilden, das ist auch gut. Also haben wir das dann unter Kontrolle so einigermaßen. Dürft euch gerne anschließen. Und jetzt gibt es auch nochmal fette Ressourcen hier. Beziehungsweise ich könnte mal meine Geologin nennen. Vielleicht mal hier rüber schicken. Okay. Na, und ihr so? Weiß man noch nicht, ja? Ihr habt kein Holz mehr. Ich glaube, das ist... Ja. Kann man mal so festhalten. Es ist nicht mal... Ja, doch, die Steinbruchhütte ist fertig geworden. Immerhin. So, also den machen wir noch, den Turm. Und dann... gehe ich ins Bett. Nehmt mal den seinen Turm hier ein. Guck mal, wenn ihr den hier gerade schon so vor mich hinbaut, das ist immer das Geilste. Einen leeren Turm angreifen. Im Prinzip müssen sie nur die Tür eintreten und reinspazieren. Und genau das passiert jetzt hier. Den reißen wir derweil ab. So, Tür eintreten und...
wird mir jetzt eh nicht so viel bringen. Aber gut. Halten wir. Und wir sammeln uns jetzt hier. Da gibt es dann nochmal einen Haufen Kohle. Und in diesem Sinne, da hier wird schon gestapelt, das Handelsschiff. Ach, schaut euch das an, prima. Und die Goldmine fördert nicht mehr, das ist schade. Denn, das weiß ich beim nächsten... Ach, weißt du was? Komm, wir hängen noch ein paar Minuten dran. Wir nehmen noch den ein, ich brauche nämlich die Goldminen. Das vergesse ich sonst. Dass es da weiterläuft. Überhaupt, was haben wir denn? Angriffsstärke 80%. Okay. Und ihr klaut hier Eisen und... Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Oh, oh. Und er wird doch nicht. Er will bestimmt die zwei oben angreifen und rennt hier durch. Ihr Schweine. Ja, so würde ich das auch machen. Erstmal fett Essen mitnehmen. Und Fleisch geht immer. Haben wir so beiläufig mitgenommen. Leute, ich brauche das Gold. Komm. Da stehen die Bogenschützen aus. Und der Pulk, was macht der Pulk hier? Erstmal nix. Oh, und hier drei sind wir jetzt auch durch. Schön. Jetzt auf. Okay. So, das war das eine. Jetzt die Geologinnen auf den Berg. Wir reißen jetzt hier die Türme ein. Die sind nur nice to have. Und vor allem habe ich ihm jetzt hier auch seine Goldbarren geklaut. Das ist auch cool. Und viel mehr interessiert mich dein Goldberg. Was hast du denn eigentlich da von Minen? Eisen, Kohle. Okay, hier unten war Kohle. Okay. Wir brauchen den Platz. Wir haben keinen mehr. So, hier wird es langsam planlos. Ne? Okay, könnt ihr einen Förster vielleicht? Nee, ist egal. Den bauen wir einfach hier rein. Du bleibst mal da oben. Du bleibst mal hier. Und dann könnt ihr hier unten im Prinzip auch die nächsten zwei mittleren Wohnhäuser bauen. So. Ihr erschließt mir noch das Gold und dann... Und dann und dann und dann haben wir es dann auch doch geschafft. Okay.
Gut, also, das wollte ich jetzt noch schaffen. Goldmine und Gold. Und vielleicht auch hier Gold. Okay. Zwei Spitzhacken. Und vielleicht noch eine Goldschmelze. Okay. Und damit, liebe Zocker-Launcher, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Für die 1,5 Stunden auf Twitch, für die 3 Folgen auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal, aber ich muss das Ganze jetzt noch schneiden und dringend ins Bett, weil ich muss morgen ganz früh raus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf eurem Lieblings-YouTube-Twitch-Kanal, ihr wisst schon, ne, was ich sagen will. Haut rein, ciao.